Ein Aufsichtsratsgremium von Facebook hat sich für eine Beibehaltung der Sperrung der Nutzerkonten des ehemaligen US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. Der sogenannte Oversight Board aus unabhängigen Experten erklärte aber, Facebook müsse den Fall innerhalb von 6 Monaten erneut prüfen. Nach der Stürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger hatten Facebook, Twitter und YouTube dessen Zugänge gesperrt. Gestern startete der Ex-Präsident seine eigene Social Media und Twitter-Alternative. Sie heißt From the Desk of Donald J. Trump. Technisch handelt es sich dabei aber nicht um eine neue, eigenständige Plattform. Vielmehr ist es eine Unterseite auf seiner Homepage, die er bisher hauptsächlich für Wahlkämpfe und Spendensammlungen nutzte.